Audi brachte die neue Generation der Business-Limousine A6 mit auf die diesjährige Autoshow in Detroit. Bei dem neuen A6 setzt Audi weiterhin auf die aktuelle Designsprache und hohe Anteile an Aluminium und hochfestem Stahl bei der Karosserie. Xenon Plus und LED-Scheinwerfer sind mit an Bord. Gegenüber dem Vorgänger konnte der Verbrauch um bis zu 19% gesenkt werden. Das Modell kommt im Frühjahr auf den Markt. Ein wenig später soll dann auch die Hybrid-Version folgen. In ihr wird dann der 211 PS starke 2.0 TFSI von einem 45 PS starken Elektromotor unterstützt. Bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h kann der Audi A6 Hybrid auch rein elektrisch fahren. Der R8 GT fährt hingegen alles andere als elektrisch und schöpft 560 PS aus seinem 5,2 Liter Aggregat. Er erreicht in 3,6 Sekunden aus dem Standtempo 100 und ist für 193.000 Euro zu haben. Günstiger ist da schon der neue A7 Sportback. Für 51.650 Euro steht das Coupé schon seit Oktober letzten Jahres bei den Händlern.